Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße jetzt kommen in War Thunder. Ich gehe eine kleine Runde Panzer fahren mit den Deutschen. Hat ja auch gewisse Gründe, ne? Ich will die Ostketten haben. Puh, keine Ahnung, was an denen besser ist, aber das werden wir dann irgendwann mal rausfinden, ne? Also, ja, sollen halt besser sein, sollen halt viel, viel mehr helfen, ich sag's mal so. Gerade bei Schneekarten soll das sehr gut sein. Guck mal einfach mal, wie es halt wird, ne? Sind natürlich viele Fahrzeuge, die das brauchen. Und ich habe auch mit dabei ein Sonder-Kfz hier. Ja, ihr wisst ja meine Meinung. Also, Radpanzer hin oder her. Es gibt Radpanzer, mit denen komme ich klar. Es gibt auch Radpanzer. Gerade mit dem Ding hier, 8 Räder, da werde ich ganz kirre. Bin ich einfach nicht für geeignet. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo es liegt. Mag ich einfach nicht. So, dann werden wir uns jetzt mal hier schnell diese Ostketten an da. Das sind 370 Forschungspunkte. Die werde ich ja wohl mit zusammenkriegen mit dem Ding. Ich meine, ich habe ja hier eine 7,5er Kanone. Wir sind auf einem Rating von 2,3. Da müssten eigentlich Fahrzeuge auf der Gegenseite sein, die sehr stark gelegen sind. Also. Was ist das denn? SPFM, Spieß 43, Notiz, 44, kommt noch gar nicht. Der SRV ist nicht dabei. Also wieder ein Schwedenpanzer. Mal auf dem anderen ist auch ein Schwedenpanzer. Einfach eine neue Bezeichnung. Die ändern sich ja manchmal Sachen. Bezeichnungsnamen. So. Mal gucken, ob wir nach B kommen. Ich habe nicht so das ungute Gefühl, dass da jetzt gleich einer aufklappt. Auch wenn ich genug Munition dabei habe, ich habe so das schlechte Gefühl, dass dieser Panzerjäger da, dieser komisch genannt, da auftaucht. Weiß nicht. Wenn man wieder in der Schule. Okay, das kann ein bisschen gut sein. Natürlich. Nehmen wir das Rohr nicht richtig runter. Drei Mann bei der Meinung. Hätten wir euch nicht schießen. Warum kriegt ihr das scheiß Tunnelrohr nicht runter? Sonst kriegt ihr auch mal die Rohre runter. Ein Russenpanzer. Alles gut. Hä? Und das jetzt? Wo wie? Ach. War ja klar. Ich mal was haben will. Boom! Oh, der beißt sich jetzt in die Faust. Der war sich seines Sieges so sicher, der Kerl. Da wette ich mit euch. Der hat sich jetzt gedacht, so, ich mach den Kill, dann gehe ich danach den nächsten killen. Ja. Der war sich so sicher. Ob ich jetzt die Ostketten, ich glaube noch nicht. Ich glaube. Wohl doch, ich habe einen 30er Booster am Laufen. Könnte möglich sein. Aber der war jetzt sehr überraschend. Der kam aus dem Nichts. Habe ich in letzter Zeit, dass viele Gegner aus dem Nichts kommen. Gott. Was sind wir denn hier? Oh, nice getroffen. Da hinten ist dieses komische Fahrzeug. Getroffen. Ich will jetzt nochmal. Treffer, aber nur die Gleiskette. Muss ein Panzerjäger sein. Nochmal getroffen. Das ist ein Panzerjäger. Au. Ich muss so lange auf der Position noch bleiben. Bin ich jetzt selbst schuld.
hier auf jeden Fall was hinschicken. Nur fliegen. Müssen die irgendwie kurz vor A wegscheuchen und bei B müssen wir auch irgendwie was machen. Okay. Stücke im Anzug. Der wird leider seine Bombe noch abschmeißen, der Kerl. Zweite kommt er nicht mehr. So. Wow! Deutsche Elite-Panzer. Kann man nicht meckern. Okay, so Alpha, ich weiß nicht, also das war der Crusader, genau. Das ist ja der böse, böse Crusader. Ja, die AT regnen. Na, Kleiner, das ist der letzte. Mich noch getroffen. Vielleicht trifft er mich. Vielleicht. Ja, steigt er lieber mit seinem Flieger aus. Bist du von mir, ne? Komm, du Vogel. Genau, stürzt dich in den sicheren Tod. Ne, doch nicht. Machen wir mit denen. Ja, da bräuchte ich eine 20 Minuten. Ja, ich hätte wirklich drauf. Okay, hinter uns ist einer. Aber lass mal drauf machen. Das war falsch geschossen. Ich aufpassen. Oh, vielleicht noch einen Millimeter. Ich bin nicht erwischt. Ich bin auf der Seite, ey. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Der ist hinüber. Sehr gut. Bremsen, bremsen, bremsen. Boing. Klopf, klopf. Wer ist da, ne? Das, was ich treffen hätte wollen. Der hat in den Baum geballert. Der hat gesucht.
Duck. Scheiße. Okay. Die Duck hat uns leider so sehr abgelenkt. Egal. Geht alles. So, ich gehe jetzt eine Runde spotten, auch wenn ich dieses Ding hier wirklich nicht mag. Aber das braucht mein Team jetzt dringend, die Unterstützung. Panzer gespottet, ich schätze mal, das Team weiß Bescheid. Ich hoffe mal, das Team macht was draus. Sieht schön aus für uns. So, drei geile Bomben am Arsch, kein Gegner in der Nähe, super geil. So, dann nehmen wir mal uns den davor. Der macht. So. Der nicht, der nicht. Oh. Sehr schön. Einer weg. Sis. Muss weg. Und der hier muss auf jeden Fall weg. Oh. Egal, Hauptsache die Bombe trifft jetzt die Zielung. Und? Puff. Na also. Wunderbar, hat funktioniert, Plan ging auf. Zumindest haben wir da mal C entlastet. So, gehen wir weiter spotten, gucken wir mal, was wir noch so fürs Team holen können. Achso, das ist nur eine KI. So, einmal. Da hinten. Na komm. Zweimal. Mag nicht da hinten. Ist auch vollkommen normal, wenn man hier gespottet wird. Ne? Okay, A fällt. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Der ist schon gespottet worden. Oh Scheiße! Hat er mich noch im richtigen Moment erwischt? Der Sau, sagt der Ähnliche. Ja, sorry Teammates, Team allgemein. Ich kann euch nicht mehr unterstützen. Oh, sieht doch scheiße von uns aus. Gut, der mit der Stuck kann auf jeden Fall was rausholen. M3 Lee, wenn er Luck hat, ja. Wir haben aber noch einen Spotter mit dem Team, wenn er seinen Job macht. Wir haben zwei Spotter im Team. Also wenn die ihren Job machen, läuft es. Tja, aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir verlieren. Ich habe so das Gefühl, dass wir verlieren. Schade eigentlich. So ist das, Leute. Na, ihr kennt's ja. Mal sieht man halt, mal verliert man. Aber 10.000, jetzt mal ehrlich, ist nicht gerade wenig. Ja, obwohl ich mit dem hier eigentlich nicht so mag, ging es jetzt einigermaßen. Vielleicht haben sie auch an der Steuerung vorweg, damit ich damit besser klarkomme oder so. Keine Ahnung, ehrlich. Früher, als ich ihn bekommen habe, konnte ich damit überhaupt nicht umgehen, nicht fahren. Aber andererseits, man ist ja irgendwann gewöhnt sich an alles. Kann sein, dass das jetzt bei mir ein bisschen geht. Ja, die Ostketten haben wir jetzt immer noch nicht. Also, wir werden sie irgendwann haben. Was sie betreiben oder was sie von Nutzen sind, wie es hier steht, ne? Ostketten, zusätzliche Verbesserung der
Fahrbarkeit ist dann halt natürlich so in Rund, wo sehr viel Matsch vorhanden ist, natürlich sehr, sehr praktisch. Oder halt auch Schnee, ne? Heißt nicht umsonst Ostketten, weil, ne, die deutschen Panzer halt nur mal in den Osten gefahren sind. Und da hat sehr viel geschneit und sehr viel Matsch und Co. Und ja. Naja. Ja. War aber in allen eine ganz nette Runde. Hat Spaß gemacht. Muss ich echt sagen. Hat mir echt Laune gemacht. Schade, dass ich jetzt bis zum Ende halt nicht so richtig durchhalten konnte. Ja, ich hätte nicht schießen dürfen. Ich hätte einfach nur spotten, abhauen. Mehr hätte ich nicht machen dürfen. Das war jetzt halt diese, ihr kennt das, Versuchung. Das war einfach die Versuchung. Ich meine, ich habe ihn ja irgendwie getroffen, aber leider nicht da, wo ich ihn treffen hätte wollen. Naja, gut. Ja, das war's schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, dann lasst bitte ein Like da, ein Kommi oder ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Zockertag. Viel Spaß hier in World Thunder weiterhin. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann, Leute. Ciao.